Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel und zwar Treasure Hunter mit mir, McManus. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, lasst das Däumchen nach oben da und schreibt einen schönen Kommi und ja, lasst mich einfach wissen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Was machen wir hier? Ganz easy, wir haben Metalldetektor und wir versuchen den Schatz zu finden. Das war's. Mehr ist es nicht. Relativ easy, ich hab das Tutorial für euch schon mal gespielt. Das Ganze ist vom Playway und wurde mir schon vorher zur Verfügung gestellt. Dafür vielen Dank. Die zwei Sachen habe ich im Tutorial schon gefunden. Eine alte Kaliber 50 Patrone und ein Iron Button. 26 Dollar wert, beides könnten wir theoretisch verkaufen. Können uns dann hier neue Detektoren kaufen. Einmal Analog-Detektoren und Digital-Detektoren. Und ja, haben wir eine Map mit Orten, wo wir quasi hinreisen können und Sachen erledigen bzw. suchen. Aber wir haben ja auch eine E-Mail, ein E-Mail-Postfach, in dem wir eben Aufgaben, Jobs und Side-Jobs bekommen, wo wir, Moment mal ganz kurz, ich will mal hier fix schauen, wo wir eben zum Beispiel hier drei Fotos machen sollen von Veronika Zbekata. Viscaria Vulgaris und Trefolium Pratense. Ja, sollen wohl Blumen sein. Genau, was haben wir hier? Find the fastest route from the river to the upper village. Okay. Und take a photo of the Cannon Monument near the entrance to the right. Gettysburg. Und take a photo of the main Monument. Wir können ja tatsächlich das hier mal annehmen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ist der Job gespeichert. Aber ist egal, wir nehmen einfach alle. Wir nehmen das einfach auch noch an. Wir nehmen einfach, ach komm hier, das nehmen wir auch noch an. Was sollten wir hier machen? Clean up the Altersee Area of Trash. In Bavarian Lake. Okay, nehmen wir auch noch an. So, Inbox, Jobs. Okay, this section of the email menu, you can find other jobs you accepted. Okay. Gut. Bavarian Lake. Okay, dann wird es wohl das Beste sein, an den Bavarian Lake zu gehen. Und da können wir einmal kostenlos hinreisen. Und genau das werden wir auch tun. Bewaffnet mit unserem Metalldetektor werden wir hier, ja, genau hier, der Not Treasure Nerby, okay. Gut, grafisch ist das Ganze ganz nett, muss man wirklich sagen. Und wir haben eine Karte, die wir nicht lesen können. Bitte nicht verunreinigen. Okay, und wir sollen hier ein paar Sachen machen und suchen vor allem. Und wir müssen Ausschau halten nach diesen komischen Pflanzen, denn da soll man nämlich ein Picture. Da soll man ein Picture von machen. Okay. Alter, wer hat denn das so hell gemacht hier? Du siehst ja gar nichts. So, oh, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Gut. Es ist ein bisschen hell, oder? Denke ich das. Ah, jetzt. Ja, ein bisschen Lichtreflexion hier. Das ist ein Special Effekt. So. Ja. Okay. Hier ist gekennzeichnet. Was haben wir hier? Time Trial. You have entered a Time Trial Start Area. If you would like to start the Time Trial now, press yes. Otherwise, press no. You can start this trial later. We're ending the area again. Would you like to start now? Yes. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hört ihr das Geräusch? Da ist was vergraben. Ich soll den schnellsten Weg auf jeden Fall. Warte mal. Ich soll auf jeden Fall den schnellsten Weg für irgendetwas finden. Ich habe noch gerade keine Ahnung, wohin der Weg gehen soll. Hier ist wieder was. Guck mal, hier können wir ein Foto machen. Hier können wir auch ein Foto machen. Hier sind diese Pflanzen. Ich mache erstmal diesen Time Trial. Ach, die Kackuhr läuft weiter, ey. Ich glaube das einfach nicht. Inventory? Nee. Ich wollte mal was anderes. Und zwar. Warte mal, was war denn das? Welche Taste war das? Mist. Ach, M, genau. Ja, wir machen den. Ach Gott. So, jetzt aber. So, kurz. Ja. Lässt du mich jetzt mal bitte mein Tablet? Jetzt. Okay, wir sollen.
Guck mal, hier sind wir jetzt runtergelaufen. Und zwar unsere Jobs ist einmal Find the fastest route from the river to the upper village. Wir hatten zwar drei Nebenjobs angenommen, aber ist okay. From the river to the upper village. Okay. Gut, hier können wir erstmal das Blümchen fotografieren. Auf jeden Fall. Picture. So, und? Genau das. Okay, Sir. Okay, Sir. Hier ist ein Schatz. Das ist brutal laut, glaube ich. Gar nicht einfach, das dann auch zu finden. Sag mal. Hier wird's mehr. Okay, wir haben's. Und jetzt buddeln wir einmal. Okay, und schauen wir mal, was wir hier Schönes gefunden haben. Bin sehr gespannt. Okay. Machst du was sauber? Es ist ein Zelthaken, so wie es aussieht. Das ist super. Es ist wirklich super. Unglaublich super. Gut, davon haben wir ein Foto gemacht. Wir gehen mal weiter und machen mal hier hinten noch ein Foto. Nee, davon haben wir auch schon eins gemacht, glaube ich. Aber wir machen trotzdem mal noch eins, sicherheitshalber. Sehr gut. Okay. Gut, als wir hierher gesprintet sind, kam dieses Geräusch. Konzentration. Okay, wir haben schon wieder was gemacht. Was? Kennt Dick from here? Hey, die will mich ja verarschen, oder? Okay, falsche Position. So, ja, das ist der Treasure-Simulator, Treasure-Hound-Simulator. Das heißt, wir versuchen, Schätze zu finden und buddeln diese aus. Oh, was ist das? Ah, wir haben wieder so eine Brosche gefunden, okay. Ganz toll, haben wir jetzt schon zwei. Okay, $26 wert. Das heißt zumindest, dass wir schon mal ein paar Sachen bald verkaufen können. Dass wir ein paar Sachen verkaufen können und uns mal hier so ein neues Gerät holen können. Also eigentlich ganz easy. Das Ganze kommt, ich weiß gar nicht, wann das Ganze rauskommt. Ich glaube auch am 6. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, ein bisschen Schatzsuche zu machen. Wir können auch legendäre Sachen finden und so ein... Ja, lol, moin. Wir können auch legendäre Sachen
Cleaning up. Ach so, 5 Items, genau. Wir haben ja eine Mission, dass wir hier quasi diesen Strand cleanen sollen. Okay, da haben wir jetzt schon mal ein Item gefunden. Muss drüben sein. Okay. Das ist halt schon spannend. Das ist halt schon spannend, weil man immer nie weiß, was man ausbuddelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, die das in Wirklichkeit machen, ich weiß ja nicht, wie gut diese Metalldetektoren funktionieren und wie das alles so ist, aber oh, guck mal, eine Münze, oder? Aber ich stelle mir das schon sehr spannend vor. Ich bin sowieso einer, der für alles zu begeistern ist, von daher. Oh, $48, ja moin. Das natürlich schon wieder. Sau, hier ist aber viel los. Rüber müssen wir. Irgendwie am Baum vorbei. Okay. Da haben wir es. Bin gespannt. So, es ist auf jeden Fall, finde ich, ganz cool und ganz spannend, weil wir können hier Missionen erfüllen. Und das macht es ja immer noch mal ein bisschen lukrativer. So. Aber ganz ehrlich, habt ihr sowas schon mal gemacht? Also, ich war... was ist das denn? Eine Nadel. Eine Nadel. Jogging Material. Okay. Was denn? Schon wieder? Gar nicht. Hier ist ja was los. Das ging schnell. Gut, dann graben wir das auch noch aus. Ist ja kein Problem für uns. Zack. Und zack. Und ich bin ja mal gespannt, wann wir mal was so richtig krasses finden. Noch so eine Brosche. Ernsthaft jetzt? Nee, ist eine andere, ne? Oder? Erstmal Auge drauf machen. Oh, diese 31, die ist viel besser erhalten. Guck mal, die ist viel besser erhalten. Sehr schön. So, hier hinten scheint nichts mehr zu sein. Okay. Bin ich hier ganz verborgen? Komm ich hier rüber? Nee. Also hier ist erstmal Feierabend. Gut, dann haben wir das Gebiet eigentlich schon mal. Ich muss mal gucken, sind die Löcher noch zu sehen? Wo ich jetzt hier gebuddelt habe, das wäre echt mal ganz interessant. Da hier irgendwo habe ich doch hier gebuddelt. Oh, 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 oh. Wir müssen mal ganz kurz schauen bei Jobs. Hm. Wir haben erst eine. Wir haben erst eine. Die scheint auch nicht dazu zu zählen. Okay, lass uns mal hier unten noch mal ein bisschen gucken. Wasser, hier ist auch nichts. Okay, ich würde sagen, das Gebiet haben wir schon abgeforstet. Manni und Günni würden jetzt sagen, das haben wir abgeforstet. Okay, dann lass uns mal hier wieder hochlaufen. Ich dachte, hier oben war auch noch mal. Okay. Hier oben war auch noch mal. Ja, genau. Kannst du mir doch denken. Haben wir es doch. Sehr schön. So, rein in die alle Mulde hier. Zack. Zack. Doch, war Müll. Aber da haben wir schon mal zwei von vier, glaube ich. Oder? 2 von 5? Ja, sehr schön. 2 von 5? Okay, eins suchen wir noch. Los.
Aber hallo. Sehr gut. So, das können wir auch noch ausbuddeln. Sehr schön. Tja. Noch eine Münze. Münze ist viel Geld wert. Meistens jedenfalls. Wir machen es mal sauber. Ja, die ist nicht so gut erhalten, glaube ich. Aber $38, bitte, bitte. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gut, meine Lieben. Ich werde aber hier erstmal Feierabend machen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen. Ja, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, lasst das Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Treasure Hunter Simulator. In diesem Sinne, bis dahin, euer Manus. Tschüss.